Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, erstmalig verabreden sich die verschiedensten Akteure in der Schul- und Bildungspolitik, um sich gemeinsam für gute Schulen einzusetzen. Das ist nicht nur erstmalig, das ist auch einmalig, denn es organisieren sich Vertretungen mit eigentlich ganz unterschiedlichen Interessen. Was hat denn zum Beispiel der Landesschülerrat mit dem Philologenverband zu tun? Was sorgt sich der Grundschullehrerverband gemeinsam mit dem Landeselternrat? Das gab es noch nie. Die Sonderpädagogen an der Seite der Schulleitungsvereinigung und die GEW an der Seite des VBE. Die Not ist groß, dazu können Sie nachher was sagen. Die Not ist groß, das Maß ist voll und das Fass läuft über. Denn der Unterrichtsausfall steigt an allgemeinbildenden Schulen, der Ausfall an Berufsschulen ist inzwischen fahrlässig und hat bereits Auswirkungen auf Prüfungsdurchfaller und Abbrecherquoten. Etliche Lehrerstellen sind unbesetzt, der Krankenstand steigt, mehrere hundert freie Referendarstellen, mehr als die Hälfte, teilweise sogar 80% der Lehramtsstudierenden bricht das Studium ab. Die Zahl der Schulabbrecher wächst und wächst, kratzt an der 10%-Marke. Die Schulschwänzer werden mehr und mehr und die Schulen ächzen unter einer zu geringen Stundenausstattung, die wirklich nicht mehr nachvollziehbar ist, sondern einem Basar ähnelt. Und die Seiteneinsteiger werden, wenn überhaupt, viel zu wenig fortgebildet. Und um zu verdeutlichen, dass das Fass nicht nur voll ist, sondern überläuft, möchte ich aus einem Schreiben einer Schulleitung hier aus Schwerin zitieren, das vor 3 Wochen an die Eltern der Achtklässler verschickt wurde. Ich zitiere: Auflösung einer Klasse, Zusammenlegung. Sehr geehrte Eltern, heute möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir aufgrund des Personalmangels und dem sich daraus ergebenden hohen Unterrichtsausfall, besonders im Fach Mathematik, in Klassenstufe 8 aus 4 Klassen 3 bilden werden. Zum 25. März wird es noch die Klassen 8a, 8b und 8c geben. Die Klasse 8d wird entsprechend auf die anderen 3 Klassen aufgeteilt. Ende des Zitats. Hier werden Klassen, hier werden soziale Gruppen auseinandergerissen. Hier schubst man Jugendliche herum, weil eine verfehlte Bildungspolitik in Mecklenburg-Vorpommern grassiert. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie alle erinnern sich, dass kleine Kinder glauben, wenn sie die Hand vor die Augen halten, dann sind sie weg. Das klappt als kleines Kind, weil alle drumherum ja mitspielen. Wenn aber Erwachsene das machen, dann ist man nicht unsichtbar. Dann fährt man einfach die Karre in den Dreck oder in diesem Fall die Bildungspolitik gegen die Wand. Und um eben diesen Karren wieder flott zu machen, um wenigstens den Versuch zu unternehmen, die Missstände sichtbar zu machen und die Bildungspolitik zu retten, deshalb hat sich dieses Bündnis gebildet. Und die Bündnispartner zeigen eben ein hohes Maß an Verantwortung, wenn sie sich über die verschiedensten Interessen hinweg zusammenschließen, nicht um ihre eigenen Ansichten durchzusetzen, sondern um diese desolate Bildungspolitik in Mecklenburg-Vorpommern zu retten. Sie haben da diesem Parlament etwas voraus. Das haben wir heute im Antrag mehrmals in Anträgen gesehen. Sie verfolgen nicht die eigenen Interessen, sondern Sie möchten ein gemeinsames Ganzes. Und dafür springen Sie dann auch mal über Ihren Schatten. Das, sehr geehrte Damen und Herren der SPD, denn das haben wir ja in den letzten Tagen ganz, ganz oft gelesen, Sie legen ja ganz großen Wert darauf, dass Sie ohne Zutun Ihres Koalitionspartners diese Katastrophe angerichtet haben. Das also, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ist nicht nur ein gehöriger Schuss vor Ihren Bug, sondern ein Armutszeugnis für Ihre Bildungspolitik. Nein, wir haben heute gehört, dass Frau Hesse gesagt hat, sie hätte an dem Antrag mitgeschrieben. Also ist es nicht nur die Auffassung von Herrn Walm. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist endlich an der Zeit, auf tatsächliche Experten zu hören. Nehmen Sie die Stellungnahmen zum Schulgesetz ernst. Wenn zum Beispiel die Schulleitungsvereinigung kritisiert, ich zitiere, die beabsichtigte Änderung der Stundenzuweisung, die nun schülerorientiert und nicht schülerbezogen erfolgen soll, lässt keine nachvollziehbare Berechnungsgrundlage zu, die für eine verlässliche Planung erforderlich ist. Ende des Zitats.
oder wenn die Schulleiterinnen und Schulleiter sagen, ich zitiere, die Umsetzung des Schulgesetzes ist für die einzelnen Schulträger kaum möglich. Es widerspricht in der vorliegenden Fassung teilweise geltenden Rechtsvorschriften, die vom Schulträger einzuhalten sind. Ende des Zitats. Auch hapert es offensichtlich an der Zusammenarbeit mit den Gremien, wenn sie sich beschweren, dass, ich möchte noch einmal aus den Stellungnahmen zitieren, getroffene Zielvereinbarungen nicht mit Experten und Fachleuten gemeinsam erarbeitet worden sind, sodass die Kommunikation als nicht offen und ehrlich eingeschätzt werden muss, was zu Unzufriedenheit in den Schulen führt. Ende des Zitats. Warum wurde bis jetzt weggehört, wenn der VBE die Schülermindestzahlen der Eingangsklassen als zu hoch ansieht? Wir wurden heute damit auch abgebügelt. Oder wenn dieser Verband anregt, die Berufsausbildung wohnortnah in kleineren Einheiten zu ermöglichen, tun Sie doch nicht so, als würden nicht Experten Ihnen sagen, was man machen kann, um Bildung erfolgreicher zu machen, als es derzeit in Mecklenburg-Vorpommern ist. Warum stecken Sie den Kopf in den Sand, wenn die langen Fahrtwege angemahnt werden oder die hohen Fahrtkosten, die eben weiterhin bei den Jugendlichen oder deren Eltern hängen bleiben, anstatt vom Land getragen zu werden. Und selbst Ihre Genossen bescheinigen Ihnen laut NDR lediglich, ich zitiere Herrn Walm, eine Bildungspolitik auf niedrigem Niveau. Nehmen Sie wenigstens Ihre eigenen Leute ernst. Nehmen Sie dieses Bündnis ernst. Wir werden das tun. Wir möchten gemeinsam, auch gemeinsam mit SPD, mit CDU, mit BMV und mit dem Bündnis erfolgreiche Bildungspolitik in Mecklenburg-Vorpommern gestalten. Bügeln Sie bitte nicht alles ab. Sehen Sie es einfach nicht als Kritik, sondern als Rückenwind. Herzlichen Dank. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Butzke, Sie haben eben gesagt, wir müssen einen gemeinsamen Fahrplan entwickeln. Das hätten wir alles schon längst haben können. Sie gehen aber insgesamt bis jetzt ja mit den Forderungen, als es noch kein Bündnis gab, genauso um wie mit den Anträgen der Opposition, ob in dieser Legislaturperiode oder in der letzten. Erklären Sie mir doch irgendwie einmal, warum Sie sämtliche Bildungsanträge abgelehnt haben. Warum haben Sie das getan? Das gibt keine Begründung dafür. Die Begründung heißt, Sie sind die Regierung und damit haben Sie automatisch recht. Und das ist falsch. Denn wir müssen uns doch mal darüber im Klaren sein, dieses Bündnis würde es nicht geben, wenn wir eine funktionierende und gute Bildungspolitik hätten. Dann hätte sich das Bündnis nicht gebildet. Das hat sich gebildet, weil die Bildungspolitik, um es ganz vorsichtig auszudrücken, verbesserungswürdig ist. Ich möchte da noch mal aus dem NDR zitieren. Zu wenig Lehrer, zu wenig Räume, zu wenige Förderstunden und zu wenig Zeit für individuelles Lernen. Schul- und Bildungsthemen in Mecklenburg-Vorpommern haben seit Jahren mit viel Mangel zu tun. Nun regt sich dagegen immer lauterer Widerstand. Weiter geht's. 7 Verbände und Gewerkschaften gehören dem Bündnis bisher an. Was uns umtreibt, ist, Zitat, dass wir denken, Bildung braucht mehr Gehör. Bildung braucht eine andere Priorität. Wir sorgen uns um die Bildung hier im Land, sagt Heike Walter. Ich möchte Sie bitten, mit diesen Bündnispartnern anders umzugehen als bisher mit den Anträgen, mit den Vorschlägen der Opposition. Die sind nicht aus der Luft gegriffen, die sind fundiert. Hören Sie auf, mit dieser Arroganz jetzt bei diesem Bündnis genauso zu agieren, wie gegen, ob es jetzt die Grünen waren, ob es BMV war oder ob es wir waren. Unsere Anträge sind doch nicht per se aus der Luft gegriffen. Wir denken uns dabei etwas. Wir haben Experten, wir sind Experten. Und das machen Sie diesen Fehler, den Sie über Jahre hier gemacht haben, nicht mit den Bündnispartnern. Das ist das, worum wir Sie bitten. Herzlichen Dank.